bei diesem Thema hoch aufmerksam. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Aber es natürlich stellt sich die Frage, was kann die demokratischen Mittel machen? Da in der Bundesrepublik Deutschland war seit 1947 mit der DDR der ehemalige nichts anderes als der parlamentarische Arm dieser sogenannten neuen Rechten. Hast du sowohl was das Europaparlament als auch hier die kommunale Situation in Rheinland-Pfalz angeht? Also, man kann heute nicht mehr trennen zwischen der AfD und anderen Teilen der neuen Rechten. Das ist so verwoben miteinander, dass